Hallo, 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 meine Lieben. Wir werden heute das Haus von den sieben Schwestern hier bauen, da wir kein Haus für acht Personen, also für sieben Personen gefunden haben. Und ja, das wird halt schon so zwei, drei Folgen schätzungsweise dauern. Ich versuche ein ganz simples Haus zu bauen und keinen großen Eck draus zu machen. Ja, dann würde ich sagen, geht schon mal liken. Abonnieren und das Glöckchen aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann fangen wir gleich an. So, wir gehen jetzt gleich mal in den Baumodus, und ziehen uns ein paar Wände, würde ich sagen. Und zwar, ich versuche wirklich ein simples Haus zu bauen, weil wir haben auch nicht so viel Geld. Also, wir könnten hier eine Küche machen. Dann könnten wir hier ein Wohnzimmer machen. Dann könnten wir hier ein Bad machen. Oh Gott, das ist alles teuer. Vielleicht machen wir uns dann, obwohl, wartet mal, wenn wir das andersrum machen, dass wir dort das Wohnzimmer machen. Und hier die Küche können wir hier ein kleines Esszimmer hinpacken. Und ich würde sagen, zwei, also eine Schwester hat ein eigenes Zimmer, weil ja, geht ja nicht anders. Und dann würde ich sagen, teilen sich die anderen ein Zimmer. Und zwar machen wir das hier, ja, 900, okay. Eins, es sind schon mal zwei Schwestern. Uff. Zwei, vier Schwestern. Gott, oh Gott. Sechs Schwestern. Und siebte Schwester. So, und ich glaube, mehr Räume brauchen wir auch nicht, weil, wie gesagt, wir sind ein bisschen arm dran mit unserem Budget. Für sieben Personen hier. Wir hauen uns noch ein paar Dächer drauf. Hier einmal das da. Dann würde ich sagen, hier einmal das da. Machen das hier noch so. So, ziehen wir das zusammen. Gott sei Dank sind Dächer billig. Die Frage ist, wie schaut denn das von hinten aus, wenn ich das da jetzt reinziehe? Wahrscheinlich komplett kacke, ne? Obwohl, nee, das geht sogar. Machen wir ein bisschen höheres Dach und ein tieferes. Genau so. So, warte, jetzt ziehen wir das noch nach hinten. Sehr gut. Da müssen wir es noch reinziehen. So, gut, dann haben wir schon mal einen Grundriss sozusagen. Hauen uns hier noch eine Wandfarbe hin. Nehmen mal wieder simplen Stein. Ja, wir müssen hier ein bisschen Geld sparen, gell? Können hier keine teure Wandbekleidung nehmen. Das geht nicht, das geht nicht. Haben wir jetzt alles? Haben wir jetzt alles? Haben wir jetzt alles? Obwohl, hier hinten könnten wir es ganz einfach selber Tapete. Schwarz. Perfekt. Hier geht's ins Wohnzimmer, also kommt da auch die Türe rein. So,
dann hauen wir uns da noch ein paar Bäume hinter. Damit es ein bisschen noch was hier jagt, genau. Noch was aussieht. Warum ist der denn so? Wahrscheinlich, weil es falsche Jahreszeit für den Typen hier ist, ja. Ach, hier einmal dahin und dann brauchen wir Fenster. Wir können eigentlich auch die nehmen, gell, von. Dings. Dem Leben der Leute hier. Ecolife. Na? Entschuldigung, hier. Wir machen das gleich noch, ja? Also, ich weiß, das sieht jetzt gerade noch nicht perfekt aus. Deswegen, wir machen das gleich noch. Ins Klo brauchen wir kein Fenster setzen. Hier. So. Du kommst in die Mitte. Das ist nicht die Mitte. Das ist die Mitte. So. Gut. Ja, wir können uns schon noch einen Baum leisten, oder? Ist der schon wieder abgeranzt? Was ist denn das? Unser Weg. So als Info. So. Dafür muss man ja hoffentlich, glaube ich, nichts zahlen. Ne? So. Ist ein bisschen traurig, aber ja. Kühlt heute nicht anders, gell? Wohnzimmerlampe. Küchenlampe. Esszimmerlampe. Oh Gott, im Himmel, das blendet mich jetzt schon. Zimmerlampen nehmen wir auch die. Und warte mal. Beleuchtung, 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 Beleuchtung. Kinder. Fast Beleuchtung. Gibt es eigentlich auch Lichter von sowas, die viel Licht machen, nicht, ne? Naja, das geht ja. Ist eins zu tief. So, dann holen wir uns da noch Türen rein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, eins. Zwei. Drei. Vier. Ja, ein paar Personen kommen halt nur über Umwege in ihre Zimmer rein, aber ist halt so. Kann ich auch nichts für. Sorry. Wenn ihr so arm seid, kann ich da nichts für. Nee, komm. Kommt ja schon übers Esszimmer rein. Da kommt man rein, da. Kommt man auch rein, da kommt man rein, da kommt man rein. Da noch nicht. Gut. Zimmerfarben. Mhm. Wir müssen einfach pastell bleiben. Okay, wartet mal. Idee. Pink ist die Hochnäsige, mit der will keiner leben. Pink? Green und Red könnten wir hier reinmachen. Wir machen das jetzt anders.
Ja, ist nicht so ganz rot, aber es ist. Es kommt nah dran. Dann Orange und. Eigentlich wollte ich die zwei zusammensetzen. Ne? Ah ja, dann machen wir Orange und Purple. Orange und Purple. Purple. Es ist wieder nicht so richtiges Lila, ne? Gut, dann machen wir Blue und zurück. Blue und Yellow machen wir hier rein. Das ist nicht Yellow, das ist Yellow. So, und was machen wir damit jetzt? Ich habe das Esszimmer angemalt, mein Gott, bin ich doof. Hier, warte, was war's jetzt? Purple und Orange. So, Orange. Purple. So, dann machen wir das Esszimmer. Ja, gut. Das Bad braucht Fliesen. Die Küche braucht solche Fliesen. Und das Wohnzimmer. Ja. Gut, Böden. Machen wir überall denselben, oder? Außer halt im Bad, ne? Warte. Jetzt hat es auch. Und hier hinten noch da. So, Bad fließen. Wunderschönes Bad. Okay. Gut, stellen wir uns mal das Nötigste rein. Müssen die Tür verschieben. Tisch mit Fernseher. Pretty Fernseher. Nee. Komm, da können wir uns doch bestimmt den hier leisten, oder? Ja, komm. Wenn nicht, dann bewechseln wir den wieder aus, ja. Alles gut. Radio. Ich sehe halt jetzt da nicht, was das Billigste ist. So. Bücherregal. Andere Farbe.
Gut. Ja, mal gucken, ob das noch drin ist. Küche, 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 Küche. Runter, runter. Hier. So. Da können wir eine Ecktheke nehmen. Normale Theke. Tür steht scheiße. Ach. Da stellen wir Kühlschrank hin. Da stellen wir Herd hin. So, Herd. Und Kühlschrank. Seht ihr? Geht doch. Bad. Brauchen wir eine Toilette? Also wir machen danach noch Deko, aber ich möchte jetzt erstmal das Nötigste irgendwie da reinbringen, okay? Waschbecken. Spiegel. Eins rücken, bitte. Oh ja, da brauchen wir auch noch ein Spülbecken. Ja. So. Ja, passt. Da haben wir dann auch das nötigste Esszimmer. Da brauchen wir einen langen Tisch. Wir kommen nicht dran vorbei. Wir sind 7 Personen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere Personen ist im Zimmer. Das ist die Frage, ob die da vorbeikommen. Wahrscheinlich eher nicht so, ne? Eieieiei. Zum 30. Mal heute drücke ich den falschen Knopf. Uff. Green und Red, würde ich mal sagen, war das, ne? Gott, gibt es irgendeine Kacktapete, die ein bisschen röter. Röter. Roter ist? Ja, hier. Nein, nicht so. Ich habe einen Krampf im Fuß. Und vielleicht ein bisschen lilaner. Hier. Okay. Gut. Wir stellen heute das Nötigste rein und beim nächsten Mal machen wir Deko, ja? Machen wir so. Gut, das ist doch schon mal ein Bett für die Red. Hier, so. Stellen wir da noch so ein Tischler daneben. Dann hat es wenigstens irgendwas noch. Dann machen wir hier für die Queen. Queen vor allem, ne? Kopieren wir uns den Tisch hier. Den Tisch. Nett die Farbe. So, und dann quetschen wir da vielleicht noch eine Kommode rein. Das wird spaßig. Die kommen ja über die andere. Ja, dann kommen sie aber nicht an den Kleiderständer. Ich bin auch dumm, oder? Rucksack. Oh je, okay, vielleicht müssen wir das anders machen. Vielleicht machen wir das so. Nein, können wir nicht so machen. Dann müssen sie vielleicht nebeneinander schlafen. Nee, auch nicht das die beste Lösung so, ne?
Also da kommt man auf jeden Fall noch rum. Wenn man dann hier das reinstellt, dann kommen sie da nicht mehr rum. Jemine, muss ich den Scheiß Raum jetzt eins größer machen, ne? Ja, dann können wir aber auch eine ganze Kommode nehmen, ne? Die hier zum Beispiel. Nehmen wir sie einfach in schwarz, neutral und so. Gut, dann haben wir hier die Pink. Zu der würde das doch passen. So, dann nehmen wir auch gleich wieder das Tischchen. Und auch eine Kommode. Da können wir die eigentlich lassen, ne? Ja, doch. Dann haben wir hier Lila und war das jetzt bitte? Warte mal, was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wen haben wir denn da? Lila und Orange, genau. Orange. Kriegen wir da vielleicht noch ein orangeneres Orange raus? Irgendwo hier, seht ihr. Nein. Deswegen mache ich das immer einzeln, wenn ich das einzeln schon machen muss. Gut, dann haben wir. Hier haben wir, hier haben wir, hier haben wir. Blau und Gelb. Blau. Gelb. Türe verrücken. Hier wieder eine Kommode. Haben wir auch wieder neutral. Stellen wir dann hier hin. Und wieder diese Tische. Da machen wir dann auch gleich mal zwei rein, sonst müssen wir die wiederholen. Gut. Hier haben wir dann Lila. Und Orange. Okay, ich finde ein orangenes Bett. Da machen wir das dann auch wieder neutral. So, also Grundausrüstung quasi haben wir schon. So, wir müssen noch gucken, ob im Dunkeln die ganzen Lichter hell genug sind. Eigentlich schon, oder? Ist es Abend? Ist es Abend? Ja, doch, 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 ist hell genug. Okay, vielleicht schaffen wir hier ein bisschen Deko noch. Pflanze. Diese. Noch eine Pflanze. Diese. Und ein paar Bilder. Vielleicht schaffen wir sogar heute die Deko noch. Okay, ich schau mal. Hier, das würde doch passen eigentlich. Ja, die sind auch alle bunt. So, ein Bild reicht für euch in diesem Raum. Hier ist halt ends viel frei, ne? Aber ist halt der Laufweg. Brauchen wir auch Pflanzis? Zu groß. Da, warte, 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 warte. Wo ist es denn?
Nicht das, aber sowas ähnliches. Das wäre auch krass. Ein Fuß, ne? Dieser Fuß, er will nicht. Der hat keine Lust mehr. Naja, wenn wir das andere nicht finden, dann nehmen wir einfach das. So, ein, zwei Bilder. Eigentlich können wir ins Esszimmer den Kalender reinhängen, weil da sind die alle dann zusammen. Bilder, Bilder, Bilder. Das hier noch. Perfekt. Bad. Okay, da brauchen wir ein bisschen mehr als nur Bilder. Müssen wir. Das muss sein. Es muss sein. So. Handtuch. Machen wir mal zwei, ne? Ja, okay, okay, okay. Ich höre auf, ich höre auf. Diese, diese. Und diese. Eigentlich könnten wir in der Küche auch so ein bisschen... Ah ja, ein Mülleimer in der Küche wäre auch ganz klug, ja. Hier. Kein Basketball. Gott, jetzt suche ich wieder ewig nach Deko. Weil auch immer viel, viel mehr dazu kommt. Give me this. So. Haben wir auch schon Deko da drin. Da jetzt auch. Hier, zum Beispiel sowas. Das können wir doch noch reinstellen. So, da passen keine Pflanzen rein. Ah ja, ich habe die Bilder im Bad vergessen. Was ist denn? Ja, das können wir eigentlich... Naja, das ist zu groß. Das ist auch zu groß. Das ist alles zu groß. Hier. Nee, das haben wir schon mal. Hier. Familiengruppenfoto. Vielleicht auf die andere Seite. So. Hier noch etwas Deko. Ja, hier drauf könnten wir halt eigentlich Pflanzen stellen. Nee, das ist zu groß. Okay, wir haben nur noch 4000. Okay, okay, wir kriegen das hin, wir können das. Das passt da eigentlich nicht hin, das passt irgendwie eher zu Orange ins Zimmer. Das könnten wir zu Blue tun. Die können sich ja dann mit der Zeit immer mal wieder was kaufen. Das würde zu Green reinpassen. So. Ein bisschen höher und dann passt das so. Pink. Ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal kurz überall Bilder. Das würde aber auch zu Green reinpassen.
blaue Tür, aha. Okay. Ey, ne, die sind alle so unfassbar klein. Das... Ah, okay. Alles gut, ich habe nichts gesagt. Wir können jetzt dann bald auf unser Geld schauen, ne? Hier noch ein paar Ja. Ich habe nie was gesagt, Leute. Ich habe nie was gesagt. Das ist eine Lüge, dass ich mich darüber beschwert habe. Was andersrum. Stimmt alles gar nicht. Ich habe mich nie beschwert. Gott, wir haben nur noch 1000. Wie expensive war bitte dieses Bild? Mein Gott. Okay, komm, wir kriegen das. Wir schaffen das. So teuer können Pflanzen nicht sein. Die kaufen sich dann halt so mit der Zeit mehr, wisst ihr? So, die können halt jetzt nichts dafür, dass sie so wenig Geld haben. Okay, wir brauchen nur noch ein Zimmer, ja? Wir brauchen nur noch ein Zimmer, das kriegen wir hin. Ah. Das hängen wir hier hin. Brauchen wir noch irgendwas an der Wand? Das sieht leer aus. So, da. Ach, du brauchst ja auch noch was. Komm, wir kriegen das. Ja, ha. Huh. Eins noch, komm, eins noch. Haha, Leute, wir haben es geschafft, mit diesen 30.000 ein Haus zu bauen, was genügend Platz für uns gibt, ja? So, okay, das stört mich, es tut mir leid. Es stört mich, dass da keine Fenster sind. Es macht meine Optik kaputt. Da müssen jetzt noch kleine Fenster rein. Es geht so nicht. Es macht meine ganze Optik sonst kaputt. Das funktioniert einfach nicht. Ich dachte, ich kann das, dass wir Fenster weglassen, aber es geht nicht. Sorry, es funktioniert einfach nicht. So, ich bin gleich glücklich. Alles gut, wartet. So. Jetzt bin ich glücklich, alles gut. So, 900, auf geht's. So, jetzt haben wir das Haus für die Schwestern hier gebaut. So, ich zeige es euch jetzt nochmal. Hier ist das Wohnzimmer. Die Küche. Das Bad. Das Bad ist ehrlich ein bisschen klein für 7 Personen, aber naja, gut. Das Esszimmer. Das Zimmer von Green und Red. Das Zimmer von Pink. Das Zimmer von Blau, Blue und Yellow. Das Zimmer von Purple und Orange. Und ja, der Außenbereich. Paar Bäumchen, ein Weg zur Tür. Wir haben den Mülleimer draußen vergessen. Wir haben den Mülleimer draußen vergessen. Oh nein, wie konnte ich nur? Hier. Wie konnte ich nur? Okay, wir werden damit überleben, okay? Wir werden. Okay, bevor wir die Folge beenden, bevor ich das nächste Mal vergesse. Werden wir jetzt die Jobs gleich mal einteilen. Dazu muss ich noch kurz das finden. Wartet, wir gehen schon mal auf Telefon und auf Jobs und Jobs suchen. Das machen wir gleich mal bei jedem. So, das könnte kurz dauern.
Dann habt ihr alle eure Jobs schon mal, ja. Das klingt doch gut. Dann haben wir das, was der Grundbau der Challenge ist, auch schon geschafft. So. Wir müssen erstmal das Spiel anfangen. Wie sie gleich alle so boop. Okay. Wer kommt als erstes? Hoffentlich steht es dabei. Blue. Okay, Blue. Blue muss Sportkarriere machen. Oh Gott, sind es mittlerweile hier Sportlerin. Mittlerweile viele. Pink. Pink muss Leckermaul machen. Und dann später in den Zweig gehen. Leckermaul. Und dann später muss sie in den Dingszweig gehen. Bei Red können wir es selber wählen. Ich würde sagen, wir machen hier sogar Gärtnerin. Damit sie auch was mit der Natur zu tun hat. Weil ich glaube, es gibt ja nicht irgendwie. Nein. Es gibt ja nicht irgendwie sowas, wo man das Zeug sammeln kann, ne? Aber wir könnten auch Umweltschützerin. Ja, wir machen Umweltschützerin. Hier, Green. Green muss auch, ist auch frei wählbar. Die hatte was mit Wissen. Deswegen macht die was Hohes, okay? Die macht jetzt was Hohes. Ingenieurin. Ja, das macht sie jetzt. Sie möchte in allem gut sein. Das ist die. Arbeitsauftrag. Okay. Haben jetzt alle den Job? Nein. Okay. Ingenieurwesenskurs. Was? Ingenieurwesenkurs. Stören. Soll Green ins kalte Wasser springen und die Aufgabe machen? Okay. Ja, könnte der Rest jetzt vielleicht auch so? Ich weiß ja nicht. Hör auf zu sprechen. Du hast. Du hast. Du hast nicht. Du hast nicht. Du hast und du hast. Gut. Ja, los. Für Orange. Orange muss auch lecker maulen. Und dann später die Essensdingsbums machen. Dann haben wir Yellow. Yellow muss Entertainer-Karriere machen. Und später dann Schwerpunkt Musiker machen. Und dann haben wir jetzt nur noch hier Purple. Und Purple, was musst du machen? Business-Karriere. Hier, die hier, oder? Ja, eine andere Business gibt es ja eigentlich auch nicht. Was hast denn du für ein Bestreben, was du Business machst? Freundin der Welt, ja, das ergibt ja gar keinen Sinn. Drei Freunde haben. Schon gemacht. Okay, Leute, wir hören jetzt wirklich auf. Auf geht's. Ihr könnt euch nächstes Mal auf das Let's Play freuen. Das Haus haben wir jetzt irgendwie in irgendeiner Art irgendwie schnell eingerichtet. Wir werden ja jetzt auch ein bisschen Geld bekommen, nachdem wir ja 7 Leute haben, die Geld einbringen, so. Und deswegen. Ja, freue ich mich aufs nächste Mal. Lasst ein Like da und ein Abo auf jeden Fall. Schaltet das Glöckchen an und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao!